Hallo liebe Fans, herzlich willkommen bei HCE TV. Ich freue mich heute einen echten Franken im Studio zu haben. Einer, der mit dem HC Erlangen verwurzelt ist wie fast kein zweiter. Christopher Bissel, herzlich willkommen im Interview. Hi. So, die erste Frage. Also du bist ja erst 21 Jahre alt, bist schon lange im Verein tätig, hast alle Mannschaften durchlaufen. Wie ist es jetzt für dich, auf Seiten der Profis zu stehen, wenn du früher selbst am Seitenrand gesessen bist und eben angefeuert hast? Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Man hat sich das früher mal vorgestellt, aber man hat nicht wirklich gedacht, dass es mal in Erfüllung geht, sage ich jetzt mal. Und ich komme ja noch aus den alten Hülsemann-Zeiten auch. Und jetzt der Sprung erstmal als Fan, die Arena war schon Wahnsinn und dann dort auch noch spielen zu dürfen vor so vielen Fans ist Wahnsinn. Gut, ganz so neu ist es ja auch nicht mehr für dich. Du bist jetzt schon seit 2 Jahren im Profikader. Welche Unterschiede kannst du zwischen der ersten und der zweiten Bundesliga ausmachen? Naja, davon abgesehen, dass natürlich in der ersten Bundesliga, die sich ja auch gern selbst stärkste Liga der Welt nennt, natürlich auch mit die besten Spieler auf der Welt spielen, ist es vor allem körperlich nochmal eine ganz andere Welt. Also alle Spieler, die einem da gegenüberstehen, sind einem erstmal körperlich überlegen, wenn man aus der zweiten Liga kommt. Aber ich denke, wir haben es schon ganz gut geschafft, uns da jetzt zu akklimatisieren. Gut, du studierst ja wie viele andere aus der Mannschaft auch noch nebenher, und zwar Jura an der FAU. Ist ja doch eine Doppelbelastung mit dem Profisport noch. Wie bekommst du das unter einem Hut? Ja gut, das erfordert natürlich viel gutes Zeitmanagement. Man muss sich vor dem Semester mal hinsetzen und schauen, welche Kurse man wie wahrnehmen kann und sich einen ganz guten Plan machen. Und natürlich muss man auch die Fähigkeit haben, viel selber zu lernen, weil man viele Veranstaltungen nicht besuchen kann. Aber es ist natürlich stressig, vor allem wenn die Klausurenzeit kommt, aber bisher kriegt man es ganz gut noch unter einen Hut. Zudem spielst du ja auch noch in der U23, die ja sehr erfolgreich auf Tabellenplatz 1 in der Bayernliga ohne eine einzige Niederlage ist. Wie wichtig ist es für dich, dass der HC Erlangen so einen guten Unterbau an Mannschaften auch hat? Ja, das ist natürlich extrem wichtig, wenn man sieht, alle großen erfolgreichen Vereine, die auch eine erfolgreiche Jugendarbeit haben, haben eine zweite Mannschaft in der dritten Liga. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rhein-Neckar-Löwen nehme oder Magdeburg. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Welt für junge Spieler, die sich da viel besser entwickeln können in der dritten Liga im Vergleich jetzt zur Bayernliga. Und ja, gleichzeitig macht es auch riesen Spaß, in dieser Mannschaft wirklich zu spielen, weil es halt meine alten Jugendfreunde noch sind. Und es ist eine Riesenchance für junge Spieler, sich weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln, wenn sie eben nicht so zum Zug kommen in der ersten Mannschaft. So, jetzt war ja am Wochenende die Länderspielpause. Wie hast du die Zeit genutzt? Ja gut, wir haben, wie man unseren Trainer Robert kennt, natürlich erst noch ein paar Tage Physis trainiert. Die Zeit will er natürlich nicht ungenutzt lassen. Haben dann 4 Tage frei gehabt, wo man mal ein bisschen abschalten konnte und sich regenerieren konnte. Die verletzten Spieler und angeschlagenen Spieler konnten vor allem ihre Wehwehchen ein bisschen auskurieren. Und dann sind wir jetzt mit vollem Elan wieder in die ganz normale Vorbereitung gegen Hannover eingestiegen am Montag und haben uns gut vorbereitet. Jetzt hast du es angesprochen, morgen steht ein schwieriges Spiel gegen die Recken an. Das ist für dich persönlich ein besonderes Spiel. Magst du uns erzählen, warum das so ist? Ja, mein Onkel wohnt und arbeitet in Hannover und ist auch sponsoringmäßig und auch emotional ein bisschen mit den Recken in Hannover eben verbunden, also auch Fan von Hannover. Und wird natürlich bei dem Spiel auch beiwohnen. Das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man da so einen Familienteil noch auf der Tribüne hat. Und ja, da hat man schon eine gewisse Beziehung dann zu dem Spiel auch. Und was glaubst du, muss jetzt passieren, dass ihr erfolgreich wieder nach Hause fahrt morgen? Ja gut, wir müssen es schaffen, im Gegensatz zum letzten Spielen, die einfachen Fehler wirklich abzustellen, die wir zu viel gemacht haben. Wir müssen unsere Chancenverwertung wieder verbessern. Aber ich denke, wenn wir eine gute Abwehr stellen, wie wir es zum Beispiel auch in Göppingen gemacht haben, und vorne konzentriert spielen und unser Konzept durchziehen, dann haben wir durchaus auch eine Chance, in Hannover was zu holen, auch wenn sie natürlich eine der heimstärksten Mannschaften der Liga sind. Dann wünsche ich dir und der Mannschaft natürlich viel Erfolg für das Spiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Und wenn ihr live dabei sein wollt, empfehle ich euch wie immer unsere Social-Media-Kanäle, die euch ganz nah teilhaben lassen am Geschehen beim Auswärtsspiel. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, eure Milena.